sitzen geblieben ist, der darf auch jetzt auch sitzen bleiben. Es gibt wieder ein kleines Stück großes Theater, ein kleines Stück Leben heute Abend mit Eva Maria Admiral aus Salzburg, die habe ich schon mal ausführlich vorgestellt, und mit Rolf Wessels, der kommt aus Bremen, der ist Schauspieler und Regisseur, hat in weit über 100 Rollen gespielt, hat viele Stücke selber inszeniert, vielleicht haben Sie auch ihn schon im Fernsehen gesehen, es gibt ihn immer wieder zu sehen. Kennen Sie das? Man will es nicht hören, man kann es einfach nicht mehr hören, aber man kriegt die Ohren nicht zu, weil die Stimme irgendwo tief drin ist, im Kopf, in den Gedanken, in der Erinnerung. Du bist nichts, du kannst nichts. Das kann die Stimme irgendeines Lehrers sein, den man mal gehabt hat. Das kann die Stimme der Mutter sein. Das kann die Stimme des Vaters sein, eine Stimme, die so laut ist, dass manchmal sogar Gott nicht dagegen anzukommen scheint. Eva Maria Admiral und Rolf Wessels. Okay, NNH, NNH, Nasennebenhöhlen, gut. NNM, Nebennierenmark, ja. NLG, Nervenleitgeschwindigkeit, gut. NL, NL, NL. Lymphknoten, ja, okay, NL, Lymphknoten, NL, Lymphknoten, NL, Lymphknoten. Warum kann es nicht LK heißen? Nein, es muss lateinisch sein. Oh Mann, sogar die katholische Kirche hat den Sprung ins nächste Jahrtausend geschafft. Warum schafft ihn die Medizin nicht? NMD, 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 das gibt's doch nicht. Warum kann ich mir das nicht merken? Denken die, was ich bin, ein Computerchip? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was NMD heißt. Ist mir auch egal. Nein, bitte. Wie soll ich diese Prüfung nur schaffen? Ich will doch einfach nur Krankenschwester werden. Was haben denn niedermolekulare Dextrane, NMD, niedermolekulare Dextrane mit Fiebermessen zu tun? Oh Gott, ich brauche deine Hilfe. Er kümmert sich nicht um dich. Aber warum solltest du mir helfen? Stimmt genau. Ich habe schon ewig nicht mehr gebetet, war schon ewig nicht mehr im Gottesdienst. Und jetzt vernachlässige ich meine Familie. Nichts Neues, oder? Nein, bitte, ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Jetzt nicht, ich habe viel zu viel zu tun. Okay, NMD. Warum gibst du nicht einfach auf? Warum musst du dich immer einmischen? Krankenschwester? Ignorier's, Ingrid. Ignorier's einfach. Wie bist du nur auf die Idee gekommen, Krankenschwester zu werden? Los, jetzt konzentrier dich, jetzt bleib bei der Sache. Du kannst lernen, bis du schwarz wirst und wirst es doch nicht schaffen. Ich werde es schaffen. Du bist eine Traumtänzerin, Ingrid. Wer kennt dich denn besser als dein Vater? Naja, alle Träumer laufen mit den Hirngespinsten nach, aus denen nie etwas wird. Warum kann ich nie etwas machen, ohne dass du in meine Gedanken eindringst? Wo sind denn deine Kinder? Meine Kinder sind in guten Händen. Sie sind bei einer Freundin. Sollten Sie nicht bei der Mutter sein? Ja, Sie sind ja bei mir, nur eben jetzt nicht. Sie sehen diese Freundin aber öfter als Ihre Mutter? Nein, nur solange ich meine Ausbildung mache, das wissen Sie. Und das verstehen Sie. Kinder verstehen nicht, sie sind einfach dumm. Ich bin nicht dumm. In keinem Job behält man dich für längere Zeit. Und du hast es nie geschafft, eine gute Ehe zu führen. Nein, ich habe die Jobs von mir aus gewechselt. Und er hat mich betrogen. Wie du glaubst. Es waren keine guten Jobs. Deswegen werde ich jetzt Krankenschwester. Das wollte ich schon immer machen. Fehlt nur noch eine Geige für die kitschige Hintergrundmusik. Ich mache das für mich. Ich mache das für niemanden sonst. Ich mache das für mich.
Und ich werde hart dafür arbeiten. Du hast in deinem Leben noch nie für etwas hart gearbeitet. Ich werde hart dafür arbeiten. Ich arbeite zum Beispiel jetzt hart daran, mein Leben zu verändern. Und mir und meinen Kindern etwas Gutes zu tun. Du hast noch nie etwas geschafft. Was bringt dich auf die Idee, dass du es jetzt schaffen könntest? Weil ich jetzt anders bin. Ich bin stärker und ich bin klüger. Du warst noch nie klug. Und ich bin nicht mehr allein. Ah, ein neuer Freund. Nein. Ich wusste doch, dass du es nicht lang allein aushältst. Nein, ich habe Gott. Ah, ich verstehe. Daran hatte ich nicht gedacht. Das war sicher nur eine Frage der Zeit. Alle Träumer, Verrückte, kommen früher oder später dorthin. Er kümmert sich um mich. Machst du Witze? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass er sich um dich kümmert. Um jemanden, der seinen Ehepartner, seine Kinder und seinen Job für eine verstiegene Karriereidee aufgibt. Warum tut er mir das immer wieder an? Er ist seit 2 Jahren tot. Du bist eine Träumerin, Ingrid. Du warst immer eine Träumerin und du wirst immer eine sein. Und so leid es mir tut, du wirst immer genau das bleiben, was du bist. Eine chaotische Traumtänzerin. Warum lässt du diesen ganzen Krankenschwesterkram nicht einfach? Und lebst dein Leben so weiter wie bisher? Das ist immer noch am besten für dich, Ingrid. Glaube mir. Wer kennt dich denn besser als dein Vater? Haben Sie Kinder? Wir haben 3 jetzt erwachsene Kinder. Und wenn die das Alter haben, dass sie dann so aus dem Haus sind, und da macht man sich schon mal Gedanken, weil man ja nichts mehr zurückholen kann. Man hat es ja gut gemeint. Natürlich hat man es gut gemeint. Mit den Vorhaltungen, mit den Maßstäben. Natürlich hat man immer das Beste im Sinn und hat gar nicht gemerkt, welchen Druck man draufgelegt hat, wie tiefe Verletzungen drin sind. Nirgendwo kann man merken, dass gut gemeint das Gegenteil von gut ist. So rabiat, so brutal. Wie in den Beziehungen. Nun wünsche ich mir ja sehr, dass sehr, sehr viele heute Abend hier dabei sind,
die nichts davon spüren, nichts von dieser tiefen Verzweiflung, nichts von diesem unheimlichen Druck, der kaputt macht, der klein macht, der niedermacht, der Schuld produziert. Nie, nie ist man genug. Man straft sich selber. Ich wünsche, dass viele da sind, die souverän und fest und fröhlich und zuversichtlich ihren Lebensweg gehen. Haben Sie je überlegt, wie Sie auf andere wirken? Die Verlierer des Lebens geworden sind, weil sie die Chancen nicht hatten, die sie hatten, weil sie die Ermutigung, die sie erfahren haben, nie erfahren haben und die trotzdem mit dem Leben fertig werden müssen. Die Starken können eine ungeheure Entmutigung für die sein, die kämpfen. Immer mit diesen inneren Stimmen kämpfen, die sie überfordern. Und das Schlimmste ist, wenn wir dann an Gott denken, wenn wir überhaupt an Gott denken, sie viele ja abgewöhnt haben, weil sie längst Gott ausgefüllt haben mit Geld und Besitz und Autos und Gedankenlosigkeit und Alkohol. Aber wenn wir dann an Gott denken, dann mischt sich uns in uns diese Vorstellung von den Vätern oder von denen, die uns so Vorhaltungen gemacht haben, wie himmlische Polizisten, die Druck auf uns machen. Und in uns steigen die Schuldgefühle auf, die uns zwingen, die uns kaputt machen. Sigmund Freud, der Psychologe, hat schon vor gut 100 Jahren gesagt, dass im Grunde alle Religion so funktioniert. Er hat gesagt, warum glauben die Menschen an Gott? Es ist nichts anderes, als dass sie wiederholen in ihrer Hilflosigkeit angesichts des Schicksals, des namenlosen Schicksals, vor dem sie Angst haben, mit dem sie nicht fertig werden. Sie wiederholen die Erfahrung, die sie als kleine Kinder gemacht haben. Da war so ein übergroßes Wesen. Das nannte man Vater. Und sie hatten Angst davor. Und es war zugleich so fürsorglich. Und jetzt nehmen Sie diese Vatererfahrung, die Sie als kleine Kinder gemacht haben, und übertragen sie auf das namenlose Schicksal, um irgendwie dieses Schicksal zu beeinflussen, um irgendwie damit besser fertig zu werden. Und Sie fürchten es und Sie lieben es. Und so hat er gesagt, und so ist das die Illusion des Menschen, der im Grunde allein ist in dieser Welt. Aber weil er hilflos ist und nicht fertig wird, nimmt er dieses Vaterbild und macht daraus Gott. Und es überfordert ihn. Es macht ihn kaputt. Er flieht aus der Wirklichkeit. Schrecklich, dass solcher Druck dann im Leben entsteht und Menschen klein gemacht werden. Ihr Selbstwertgefühl wird zerstört, ihr Lebensmut untergraben. Wir sind eine Zeit voller Widersprüche, voller entsetzlicher Gegensätze. Da ist Stärke und Schönheit und Armut und Kümmerlichkeit. Da werden Menschen abgestempelt und marginalisiert. Aber da sind Menschen Menschenmacher, geniale Erfinder. Und dann werden sie zu Menschenmaterial. Kostenfaktoren, Unsicherheitsfaktoren, einfach ein Zellklumpen, den man wegmacht, wenn er nicht ins Lebenskonzept hineinpasst. Heute ist die Stunde der Menschenmacher auf eine schreckliche Weise wieder gekommen. Die Arroganz des Menschen in einer ganzen Widersprüchlichkeit ist spürbar geworden. Und als allmächtige Macher machen wir alles in dieser Welt, auch Gott. Wir machen uns unser Bild von Gott. Und dann werden wir Opfer unserer eigenen Produkte. Die Vorstellungen, die wir uns selber gemacht haben, erdrücken uns. Sie führen uns an der Nase herum. Sie narren uns. Sie werden zum Albtraum, der uns ruiniert. Grenzenlose Traurigkeit macht unser Leben kaputt. Aber es ist entstanden in unseren eigenen Seelen. Kann man das eigentlich besiegen? Kann man das besiegen oder kann man nur daran kaputt gehen? Ich habe heute Abend zwei Nachrichten für Sie. Die erste Nachricht heißt: In der Bibel lernen wir einen anderen Gott kennen. Wir lernen ihn ganz anders kennen. Und die zweite Nachricht, die ich für Sie habe heute Abend, heißt: Wir können die Traurigkeit besiegen. Ich will es erklären.
Sind sie unsere eigenen Vorstellungen, die wir von Gott haben? So ist das menschlich, man kann gar nicht anders. Die können nichts sein als verbesserter, vergrößerter, veränderter Mensch. Was sonst? Ich kann als Mensch nur Menschliches denken. Also nehmen wir das Bild des Vaters, übersteigern es ins Riesengroße und versuchen uns irgendwie vorzustellen, wie Gott so ist. Dann kommen wir in die Sackgasse, in die Ratlosigkeit. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Oder ein altbekanntes Modell von Vorstellung von Gott, den wir uns machen, ist der Konstrukteur einer Maschine, der Uhrmacher Gott. Er macht die Uhr, er produziert sie, raffiniert. Und dann ist die Maschine fertig und dann läuft sie aufgezogener, heute mit Quarz, läuft sie von selbst und braucht den Uhrmacher nicht mehr. Viele stellen sich Gott so vor, dass er irgendwo der Lückenbüßer im Punkte X ist, was man nicht erklären kann. Da hat er vielleicht mal irgendwas zusammengebastelt, aber jetzt läuft das Leben nach irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten ab und Gott hat damit nichts mehr zu tun. Oder Gott ist Naturkraft, einfach das, oder ist, ja, wer weiß, was ist. Wir können immer nur von uns ausgehen. Menschen verändern, vergrößern, verallgemeinern. Und bei all dem landen wir zum Schluss immer bei uns selbst. Wir sehnen uns nach Gott und wir landen immer in der Sackgasse unseres Selbst. Deshalb sagt die Bibel, ist das zweite Gebot der 10 Gebote, du sollst dir kein Bildnis machen. Nein, das ist gut. Gott möchte nicht, dass wir unsere Einbildungen produzieren, wie Luftballons steigen lassen und dann uns selber belügen, dass wir uns daran halten könnten. Es sind doch unsere Produkte, die wir aufgeblasen haben. Sie werden platzen und unser Leben wird platzen mit den Produkten, die wir geschaffen haben. Du sollst dir kein Bild machen. Ja, was denn sonst? Wir müssen doch fertig werden mit dem Leben. Das sind doch die Überforderungen, die wir irgendwie beeinflussen müssen. Du sollst dir keine Einbildungen machen, sagt der lebendige Gott, der sich selbst offenbart. Es macht keinen Sinn für uns Menschen, dass wir anfangen, von Gott zu reden, wie wir uns vorstellen. Wir können Gott nicht denken. Er ist nicht unser Produkt. Wir wissen noch nicht mal zu sagen, ob er ist, letzten Endes. Die Bibel sagt, es gibt eine Voraussetzung, die unsere Lebenssituation total verändert. Dass Gott, den wir nicht begreifen können, von sich aus initiativ wird. Er ist gekommen. In unsere Welt hinein, hat sich selber dargestellt, auf unserem menschlichen Niveau, in unseren beschränkten Verhältnissen. Er ist ein kleines Kind geworden, nein. Es ist nicht der Gott, der so übergroß ist, dass er uns erdrückt. Wir erkennen ihn nur in dem kleinen, zarten, wehrlosen Kind, das im Fresstrog eines Viehstalls seinen ersten Platz nach der Geburt findet in der Krippe. Da liegt Gott. Und so schwach bleibt er. Bis zum Kreuz, wo sie ihn annageln und verspotten. Er bleibt so klein, er wird so elend, dass bis heute alle Großen dieser Welt und alle gerne Großen dieser Welt hämische Witze über ihn machen und meinen, sie könnten über den lieben Gott spotten. Wie über einen Popanz. Gott riskiert seine Ehre, weil er uns nicht erdrücken will. Es ist gegen jedes Begreifen. Wenn wir über Gott denken, ist er immer riesengroß und erdrückt uns. Und dann kommt er in diese Welt und wird zart und wehrlos, ohnmächtig. Und stirbt für uns. Gottes Allmacht beweist sich darin, dass Gott für uns aus Liebe stirbt am Kreuz. Hör ich die Leute sagen, wer soll das denn begreifen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie lange wollen Sie eigentlich Ihre begrenzten Vorstellungen zum Maßstab der Wirklichkeit Gottes machen? So viel Verstand muss doch jeder haben,
dass er einsehen kann, dass das nicht Gott sein kann, was in diesen Kopf einfach reingehen kann, redet und was dieses Hirn produziert. Das kann doch nicht größer sein als ich. Wieso meinen Sie denn, Sie könnten nur an einen Gott glauben, den Sie sich selber vorstellen können? Sie sollen nicht an einen Gott glauben. Sie belügen sich, wenn Sie an einen Gott glauben, den Sie sich selber vorstellen können, der Ihnen ins Konzept passt. Gott ist fremd. Er ist sperrig. Er kommt, passt überhaupt nicht hinein in unser Denken, unser Leben. Und die Begegnung mit ihm ist ein Zerbrechen unserer Gewohnheiten, eine Überraschung, ein etwas Befremdendes. Wundern Sie sich nicht. Nein, er ist nicht die Beruhigungsdroge, das Lutschbonbon, das süß runtergeht. Er ist der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, der Ewige. Aber er begegnet uns in Jesus, dem Kind in der Krippe und dem Mann am Kreuz. Das ist die Wirklichkeit des liebenden Gottes. Und die Vaterliebe Gottes am Kreuz, die lässt unser Leben aufblühen. Ich darf dorthin schauen auf dieses Kreuz und darf für mich annehmen, so groß bin ich, dass Gott sich so klein macht. So wichtig bin ich, dass er sich bespucken lässt. So ist Gott. Wer will das begreifen? Aber davon darf ich leben. Daran dürfen wir uns orientieren. Wissen Sie, was orientieren heißt? Orientieren kommt von Orient. Orient ist Osten. Osten ist, wo die Sonne aufgeht. So ging gestern Morgen in der Umgebung hier von Bremen die Sonne auf. Es ist im Nebel und dann wird es hell und dann wird es warm und dann bewegt sich das Leben im neuen Tag. So sagt die Bibel, dass Jesus gekommen ist wie der Sonnenaufgang von Gott. Ich darf nach Osten schauen, in die Sonne Gottes, in Gottes Orient und darf mich orientieren am Licht der aufgehenden Sonne, die mein Leben erleuchtet, die mein Leben wärmt, sodass ich beflügelt werde und das Leben sich bewegt. So kostbar sind sie Gott, dass er klein wurde am Kreuz, für sie starb. Im Licht der Sonne Gottes, die geht am Kreuz auf und kriegt in der Auferstehung von Jesus die Bestätigung. Und das ist die Glut der leidenschaftlichen Liebe Gottes, die als Sonne hineinscheint in unser Leben. Und jetzt wirklich drauf scheint auf unsere Traurigkeiten. Wir leben in einer Welt, in der Menschen klein gemacht werden, bedrückt werden, in Traurigkeiten versinken. Depression ist wie eine Landplage geworden in Europa. Wir brauchen nichts dringender als den Sonnenaufgang Gottes, dass Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, die Sonne Gottes ist, mit seinem Licht und seiner Wärme auf unsere verwundeten Seelen scheint. Und dieses Kreuz durchkreuzt alle falschen Einbildungen, die wir uns gemacht haben von Gott und die uns niederdrücken. Und es geht die Sonne auf. In der Bibel lernen wir, dass Gott ganz anders ist. Ich kann Sie nur bitten, bewegen Sie sich. Geben Sie Ihren liebgewordenen oder verhassten Vorstellungen, die Sie beherrschen, geben Sie ihnen Abschied. Schlagen Sie die Bibel auf. Schauen Sie hinein. Sie werden erfahren, wie Jesus, der Gekreuzigte, vor Ihre Augen gemalt wird. Und Sie sehen die Sonne aufgehen über Ihrem Leben, die Sonne der Liebe Gottes. Und deshalb ist das meine zweite Nachricht heute, die ich für Sie habe. Wir können die Traurigkeit besiegen. Und sagen Sie, mach mal langsam, nimm das Maul nicht so voll. Wie? Ich möchte Ihnen drei Schritte anbieten und Sie herzlich bitten, die nachzuvollziehen.
damit ihr Leben gesund wird. Das Erste ist, ich lerne durch Jesus den Schöpfer kennen und ich freue mich dann über das Geschenk meines Lebens. Das ist das Erste, dass ich mein Leben annehmen kann als das Geschenk, das Gott mir gemacht hat. Ich will das Ihnen mit ein paar Sätzen aus der Bibel sagen, dem Psalm 139, ein Gebet. Da betet ein Mensch zu Gott: Du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele wohl. Ich glaube, wenn ein Mensch so beten kann, die Hände ausstrecken und sagen: Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast, mit meinen Grenzen und meinen Begabungen. Ich nehme mein Leben als ein Geschenk aus deiner Hand. Wir sagen: Wie soll ich das begreifen? So viel, was mir Schmerzen macht in meinem Leben. Die Stelle, wo sie begreifen können, dass das das wirklich gültige Wort Gottes ist, das Ja-Wort seiner Liebe, ist das Kreuz, an dem Jesus stirbt. Es wird das große Pluszeichen vor ihrem Leben. Das Segenszeichen über ihrem Leben. Gott sagt: Ja, du bist mir wichtig, so wertvoll, dass ich für dich in den letzten Dreck gehe, mich bespucken lasse, mich auslachen lasse, die Schmerzen ertrage, das Gericht, das du tragen solltest, annehme, damit du aufatmen kannst, leben kannst, schöpferisch leben kannst, in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer und dein Leben annehmen kannst als das Geschenk Gottes. Da ist neulich ein Buch des Wiener Erzbischofs Kardinal Schönborn und fand zwei wunderbare Sätze, die mir sehr geholfen haben, die ich Ihnen gerne weitergebe. Er schrieb: Dankbarkeit und Freude gehen Hand in Hand. Dankbarkeit und Freude gehen Hand in Hand. Wenn ich mein Leben dankbar als Geschenk aus Gottes Hand nehmen kann, erstrahlt die Sonne der Freude in meinem Leben. Und dann schrieb er weiter: An den Schöpfer zu glauben, durch Jesus, diesen liebenden Vater als den Schöpfer kennenzulernen, an den Schöpfer zu glauben, das bedeutet auch, an das Große zu glauben, das er seinen Geschöpfen zumutet. Zutraut und zumutet. Gott denkt groß von uns. Gott glaubt an uns, er hat uns begabt, er hat uns geschaffen, er hat uns ausgestattet mit schöpferischen Fähigkeiten und er mutet uns etwas zu. Er könnte ja eigentlich besser ohne uns, aber er will nicht ohne uns arbeiten in dieser Welt. Er will uns als seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben in dieser Welt und jeden an seinem Platz mit diesem besonderen, einzigartigen Zuschnitt, den jeder einmal hat. Denken Sie mal, 6 Milliarden Menschen und nicht 2 sind gleich. Den Schwachsinn, die Langeweile, die Monotonie der Klonerei ist das Teufelswerk, das der Mensch erfindet. Dem fällt nichts Kreatives ein, außer die Serie der Langeweile und der Menschenverachtung. Gott aber ist ein schöpferischer Gott. Und so viel wir auch sind heute Abend, da sind nicht 2 gleiche Menschen da. Jeder ist auf seine Art und Weise einzigartig und kostbar. Gott hat uns begabt und er traut ihnen etwas zu. Er glaubt an sie. Er will sie stark machen und groß machen. Und sie sollen eine Perspektive haben für ihr Leben. Und sie werden sich wundern, dass Gott es schafft, aus ihren scheinbaren Schwächen und Begrenzungen ein Kapital der Liebe zu machen, mit dem sie für andere zur Ermutigung werden können. Anstatt mit ihrer selbstgemachten Stärke und ihrer angemaßten Selbstgerechtigkeit andere klein zu machen, die zusammenzucken, wenn sie sie erleben, dass sie so übermächtig sind. Gott hat etwas Großes mit uns vor. Er hat uns wirklich Begabungen gegeben. Jetzt ist die Tür offen. Nein, nichts los. Gesperrter Weg.
Gott ist da. Die Ampel schaltet auf grün. Man darf vorwärts gehen. Man darf wirklich das Leben leben. Die Sperre wird aufgehoben. Das darf in Ihrem Leben passieren, wenn Sie dieses Geschenk annehmen. Das ist der erste Schritt. Nicht, dass Sie etwas tun sollen. Sie müssen nicht etwas anders machen. Sondern lassen Sie doch mal locker. Die Hände ausbreiten, leer. Und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich danke dir, dass ich dir so unendlich wichtig bin. Und das will ich jetzt buchstabieren. Und indem Sie danken, nehmen Sie das an. Der Dank ist die ausgestreckte Hand des Vertrauens. Indem Sie Danke sagen, nehmen Sie an, was Gott Ihnen schenkt. Er schenkt Ihnen Ihr Leben, Ihr einzigartiges, kostbares Leben. Und er schenkt es Ihnen dadurch, dass er durch Jesus Sie verbindet mit Gott. Das ist nicht unsere natürliche Möglichkeit. Das können wir nicht einfach nur so durch Gedankenspiele im Kopf machen, sondern nur der gekreuzigte Jesus, der für uns alles getragen hat, was uns klein macht und kaputt macht und von Gott trennt. Nur er streckt uns die Hände Gottes entgegen. Durch ihn dürfen wir Frieden mit Gott haben. Und dann darf eine Entdeckungsreise beginnen. Das erste ist das Geschenk annehmen. Und was ist die Entdeckungsreise? Der zweite Schritt ist, ich suche die Ergänzung. Ich sagte, Gott hat uns Gaben und Begrenzungen gegeben. Und ich muss nicht allein leben. Wir sind Gemeinschaftswesen und das ist das Abenteuer dieser Entdeckungsreise, dass ich nun merke, ich bin ergänzungsbedürftig, ich bin ergänzungsfähig, ich darf andere ergänzen, ich brauche andere. Und nun merke ich, wie schön das ist, dass der Schöpfer mich mit anderen verbindet. Und wir so völlig aufeinander angewiesen sind in Gottes Familie. Die Bibel sagt mal, wir sind wie Organe in einem Körper. Der ganze Körper ist der Körper des Jesus Christus und wir sind Körperteile. Und eins braucht das andere und ergänzt das andere. Und so dürfen wir wirksam sein und jeweils unsere speziellen Begabungen leben, zur eigenen Freude voll zur Entfaltung kommen, aber auch zur Hilfe für andere. Andere Christen entdecken. Ich bin so froh, dass das heute Abend schon gesagt worden ist. Paolo Sergio hat das vorhin erklärt, wie wichtig ihm die Gemeinde ist. Ich meine, der braucht ja keinen. Gucken Sie, das war gegen Trondheim. Da ist er furchtbar gerempelt worden. Aber anschließend hat er den Elfmeter selber in einem eleganten Schuss zum 2-1 Sieg verwandelt. Wenn man einen solchen Body sieht wie Paolo Sergio, dann kann unser einer natürlich nur neidisch werden. Beim Torwandschießen war er gnädig und hat mich nicht niedergemacht. Ich darf also noch etwas leben. Aber ist das nicht schön, dass man sich freuen kann an Paolo? Und dass man nicht im Neid grün oder gelb werden muss, wenn ich so wäre? Ja, wenn ich einen solchen Traumjob hätte. Wenn man das Geld verdienen könnte. Vielleicht träumen Sie nicht vom Starfußballer. Vielleicht träumen Sie vom Musiker, vom Mathematiker, vom Geschäftsmann, von der Wissenschaftlerin. Was denn, wenn ich so wäre wie die oder der? Und dann verpassen Menschen ihr Leben nur dadurch, dass sie nicht sich selbst annehmen können und Neid erfüllt das Leben anderer träumen und bitter darüber werden. Bitter darüber werden. Schluss mit der Überforderung. Was ist das für ein Geschenk, dass ich sagen kann, Herr, du hast mich so gemacht, wie ich bin. Und jetzt gehe ich auf die Entdeckungsreise. Wen kann ich ergänzen und wie kann ich in Gemeinschaft mit anderen leben? Nur in der Gemeinschaft mit anderen, die auch im Vertrauen auf Gott durch Jesus leben, können sie ihre Fähigkeiten entdecken und entwickeln. Sie brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Sie müssen sich von niemandem einreden lassen. Sie müssten noch was ganz anderes. Sie dürfen sie selbst sein. In Begrenzungen und Schwäche, in Ohnmacht und Größe, in Schönheit und manchmal in Kümmerlichkeit, wie wir alle so sind. Geliebte Kinder Gottes, wenn wir durch Jesus diese Nähe Gottes annehmen. Es tut uns so gut. Wissen Sie, das ist der Grund, warum ich zum Schluss dieser Veranstaltung Sie einlade.
wenn sie ihren Kontakt mit Jesus machen wollen, wirklich nach vorne zu kommen, sich zu erkennen zu geben, dass das nicht nur ein guter Vorsatz im Geheimen ihres Herzens ist. Wenn sie etwas äußern, was in ihrem Inneren ist und sagen, ich möchte Christus folgen, ich möchte den Kontakt zu Gott durch Jesus annehmen, ich möchte das Geschenk meines Lebens aus seiner Hand nehmen. Wenn sie das äußern, finden sie Schwestern und Brüder in Gottes Familie. Sie finden die, die sie ergänzen, damit sie nicht überfordert sind. Sie finden die, die sie ergänzen sollen, damit die nicht überfordert sind. Und ihr Leben darf wachsen und darf sich entwickeln. Und das ist ein Auf und Ab und da gibt es Krisen und Krankheiten. Und dann merken sie, mal gibt es Phasen, wo wir sehr stark getragen werden müssen von den anderen. Und dann gibt es Zeiten, wo wir anderen stärker unter die Arme greifen können, aber es ist immer ein Austausch. Und sie spüren, unabhängig von dem, was ich leiste, ich bin wichtig, ich bin geliebt von Gott, durch Jesus und von meiner Familie, von meinen Geschwistern, den Geschwistern durch Jesus, die mich wert achten, auch wenn ich versage. Weil jeder von denen weiß, die Kostbarkeit des Menschen ist ein für alle Mal festgelegt am Kreuz, an dem Jesus stirbt. Er hat den Preis gezahlt. Und deshalb ist das Dritte, was für uns wichtig ist, ich darf das Geschenk meines Lebens annehmen und ich darf die Ergänzung suchen und drittens, ich übe den aufrechten Gang. Ja, ich übe den aufrechten Gang. Das ist gar nicht selbstverständlich. Ganz viele laufen gebeugt und zerdrückt, klein gemacht. Ach, das ist das, was mich vielleicht am meisten fasziniert hat in der Bibel, hier Menschen zu begegnen, die in der Berührung mit Jesus ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Paulus sagt, durch Gottes Geschenk, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen an mir. Ich bin wer? Ein gesundes Selbstbewusstsein nenne ich das, weil es sich nicht darauf gründet, was ich leiste, was ich tue. Denn was ich heute leisten kann, kann ich vielleicht morgen nicht mehr leisten. Wenn ich also heute mein Selbstbewusstsein auf meine Leistung gründe, habe ich morgen kein Selbstbewusstsein mehr. Das kann man sich doch an 5 Fingern abrechnen, wie das im Leben so läuft, wenn man alt und krank wird. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist, dass ich mein Leben gründe darauf, dass ich beschenkt bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gottes Gnade macht uns nicht klein, sie macht uns stabil, sie lehrt uns den aufrechten Gang. Das ist eine Stütze, das ist eine Garantie. Und dann ist das interessant, das kann man beim Paulus in der Bibel auch lernen. Er schaut da nach vorne, er hatte ganz viele Kritiker. Vielleicht Sie auch, ich kenne das auch. Mal wird man bejubelt, mal wird man bespuckt und dann geht es rauf und dann geht es runter. Meine Güte, wer sich davon abhängig machen muss, der wird ja neurotisch. Und der Paulus hatte wahnsinnig viele Kritiker. Und dann sagt er, macht mal halblang, richtet nicht zu früh, der Herr beurteilt mich. Wir werden alle eines Tages vor ihm als dem Richter stehen. Und er wird unser Leben beurteilen. Welche Wohltat, das ist die Rettung der Menschenwürde in einer Gesellschaft, in der es keiner gewesen ist, in der keiner mehr Verantwortung übernimmt für das, was er tut. Wir werden zu Tieren. Tieren macht man nicht verantwortlich. Alle reden darum, entschuldigen sich, reden sich raus für das, was wir an Mist gebaut haben. Irgendwie waren es die Eltern schuld, dann war es, wer weiß was, so die Gesellschaft, wer auch immer das ist, war schuld. Nur wir waren es nicht. Wir merken gar nicht, dass wir, indem wir die Verantwortung ablehnen, unsere Menschenwürde verlieren. Und so reden die Leute zu, nur machst du nicht so schlimm, sieh nicht so drauf, du bist es gar nicht gewesen. Gott macht uns verantwortlich. Er sagt, du bist ein Mensch, ein einzigartiger Mensch und du hast eine unverlierbare Würde, nämlich die Würde, dass du Antwort geben darfst. Und am Ende der Geschichte, am Ende unseres Lebens werden wir alle, ob wir das glauben oder nicht, vor Gott Rechenschaft, Antwort geben. Und das ist etwas unerhört Befreiendes. Das lehrt mich den aufrechten Gang. Wenn die Menschen, ich muss nicht mehr diesen flackerigen Blick nach rechts und links haben, was die Leute denn heute über mich sagen oder ob die mein Wert an der Börse der Medien steigt oder ob sie mich niedermachen, ob sie schlecht über mich reden oder gut über mich reden, das schafft mir eine innere Unabhängigkeit. Der Herr wird mich beurteilen
in allem, was ich bin, was ich tue. Und ich bin so froh. Ich weiß, in seinem Gericht zählt Leistung eh nicht. Denn damit kann ich, was ich Positives getan habe, kann ich nicht aufwiegen, wo ich Liebe schuldig geblieben bin. Diese Rechnerei führt doch nirgendwo hin. In diesem Gericht wird ein Mensch allein aufrecht stehen können aufgrund des Geschenkes, das Gott uns macht. Dass er uns nicht nur das Leben schenkt, sondern auch die Vergebung der Sünden schenkt, uns aufrichtet, uns recht macht, so dass Gott sagt, so bist du mir richtig, so gefällst du mir. Ich bin deinen Tod gestorben, ich habe deine Sünde weggenommen, was du verfehlt hast. Das hat Gott auf sich geladen, auf Jesus am Kreuz. Und deshalb dürfen wir aufrecht stehen, geschenkweise. Weil er uns seine Gnade schenkt. Und weil das der Verlass ist in Gottes Gericht. Und weil alles Versagen unter seiner Vergebung weggenommen wird. Und alles, was gelingt in unserem Leben, und es gelingt so viel, wenn Gott drin ist, ist Geschenk und kein Grund, dass ich anmaßend werde. Ich darf ihm dafür danken. Wer das will, und Leute regen sich ja auf, wenn ich über das Gericht Gottes rede. Ich meine, wenn Sie das Gericht Gottes ausblenden, was bleibt Ihnen? Das gnadenlose Gericht der Gesellschaft, in der nichts anderes zählt, als was Sie leisten. Und wenn Sie nichts mehr leisten können, dann kriegen Sie bescheinigt, dass Sie Schrott sind. In dem Gericht der Gesellschaft des Mannes gibt es keine Gnade. Deshalb ist es eine befreiende Botschaft zu wissen, er, der ewige Gott, wird uns beurteilen. Und der Gekreuzigte ist der Richter. Und deshalb lade ich Sie heute unter dieses Kreuz ein. Ja, dass Sie heute das für sich annehmen. Ja, alles das, was kaputt gegangen ist, was mich klein gemacht hat und was ich aus diesem selber getan habe, ist ja nicht nur so, dass wir Opfer sind. Vielleicht sind hier jetzt viele, in deren Gewissen brennt es, dass sie schuldig geworden sind an anderen Menschen. An Mitarbeitern im Betrieb, an Kindern, die sie klein gemacht haben, mit der ewigen Kritik, mit der ewigen Besserwisserei klein gemacht hat. Was macht man denn als Vater mit dem brennenden Gewissen, wenn man eines Tages sich klar wird darüber, dass man an seinen Kindern etwas getan hat, was man nicht mehr wieder zurückholen kann und was deren Leben, wie wir in dieser schrecklichen Szene so brutal vor die Augen geführt bekam. Was mache ich denn? Vielleicht sind sie gut. Vielleicht haben sie nie in die Kissen geheult, angesichts dessen, was sie ihren Kindern schuldig geblieben sind. Vielleicht haben sie keine Kinder, dann haben sie es gut. Vielleicht müssen sie sich fragen, ob da noch ein paar andere Menschen sind, die auch hätten von ihnen Ermutigung und Liebe erwartet. Bringen Sie das doch und bringen Sie es unter dieses Kreuz und sagen, Herr, ich kann das nicht mehr gut machen. Vergib mir meine Schuld, es macht mich klein, es macht mich kaputt. Gilt das auch für mich? Dass du es mich trotzdem noch für wichtig ansiehst? Obwohl diese Bilanz meines Lebens dann so schrecklich ist? Ja, alles. Alles hat er getragen. Niemand kann es. Niemand kann es ihn abnehmen, niemand kann es ihn abnehmen, außer dem einen ewigen Gott, dem Allmächtigen, dessen Allmacht darin deutlich wird, dass er klein wird. Das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, niedergedrückt von dem, was sie erdrückt. Und deshalb bitte ich Sie an diesem Abend, kommen Sie zu diesem Kreuz. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie diese Botschaft hören, für sich hören, dass Sie nach vorne kommen und aufstehen. Hier vorne ist der Treffpunkt bei dem Kreuz aus Licht. Und achten Sie auf dieses Kreuz, sehen Sie den Strahlenkranz darum. Es ist die Sonne. In diesem Kreuz geht die Sonne auf. Ja, es ist das Licht. Es ist das Licht, das entlarvt, was in unserem Leben für falsch gelaufen ist. Es mag einen Augenblick wehtun und peinlich sein, aber es ist so heilend, Vergebung der Schuld. Gott macht uns groß, er richtet uns auf, er lässt uns spüren, du bist mir wichtig. Komm. Dieses Kreuz, an dem er stirbt, ist das Kreuz, mit dem er durchkreuzt, was wir an falschen Vorstellungen über Gott im Kopf tragen.
und wo wir Liebe schuldig geblieben sind. Ich möchte Sie einladen, hierher nach vorne zu kommen, um mit mir ein Anfangsgebet zu sprechen, ein ganz einfaches Gebet. Ich will es Ihnen Satz für Satz vorsprechen. Ein Dank dafür, dass Gott uns so sehr liebt. Und ihm sagen, ich öffne dir mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich so wertvoll bin. Und mein Leben soll dir deshalb gehören. Ich nehme es als ein Geschenk. Und ich möchte jetzt lernen, deinen Willen zu tun. Das möchte ich Ihnen Satz für Satz vorsprechen, wenn Sie es annehmen möchten, und werde Sie bitten, dieses Gebet als Ihr persönliches Gebet nachzusprechen. Sie fragen mich, warum können wir das nicht einfach so machen? Natürlich kann man das überall machen, ist das selbstverständlich. Aber ich mache Ihnen Mut, weil Gott Sie groß macht. Auch einen äußeren Schritt zu tun, damit das, was Ihnen wichtig geworden ist an diesem Abend, nicht wie so viele gute Erkenntnisse und Vorsätze in Ihrem Inneren erstickt. Und Sie gehen aus der Halle und Sie gehen nach Hause und morgen kommt was anderes und dann ist es vergessen. Er stellt sie ins Licht und sie treffen im Licht andere, die sich mit ihnen herzlich verbinden und die eine Liebe zu ihnen haben und die möchten, dass sie das spüren, dass Gott sie wertschätzt und dass es Menschen gibt, die sie wertschätzen und die bereit sind, mit ihnen den Weg zu gehen. Und das wird sie aufrichten. Das wird ihnen Bestärkung geben darin, dass das Geschenk gilt. Deshalb habe ich die Freiheit, sie einzuladen, jetzt nach hierher zu kommen. Ganz egal, wo Sie sitzen, oben auf den Rängen, gehen Sie durch die Treppenhäuser, draußen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zeigen Ihnen den Weg, Sie werden sich nicht verlaufen. Und Nachbarn und Nachbarinnen werden Ihnen den Weg freimachen, dass Sie durchgehen können. Währenddessen wird der Chor ein Gebet singen, das wirklich das ausdrückt, was Sie innerlich auch sprechen könnten. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Mit der Traurigkeit und der belastenden Schuld, mit der Zerrissenheit, mit der Verzweiflung, mit der Sehnsucht, mit den Träumen. Ich darf so kommen, wie ich bin. Muss man sich nicht erst verbessern, sondern man darf kommen. Ob Sie alt sind oder jung, ach, bin ja nun selber nicht mehr der Jüngste und weiß etwas davon, wie hart ein Mensch wird, wenn man älter wird. Man traut sich nicht mehr neu anzufangen. Deshalb bitte ich Sie, wenn Sie 60 oder 70 sind und Ihr Leben hat so vieles, vieles gesehen an Verletzungen und Sie sind sich dessen bewusst, so viel ist auch von Ihnen ausgegangen, was andere verletzt hat und Sie sind vor Gott und Menschen schuldig geworden. Gottes Liebe möchte über Ihrem Leben, auch über Ihrem Alter aufgehen wie die Sonne. Kommen Sie, lassen Sie es gefallen. Niemand kann davon leben, im Kopf voll toter Dogmen und Traditionen zu haben. Die Liebe ist Leben. Sie wärmt das Leben. Vielleicht bist du 12 oder 15 und sagst, gilt das auch für mich? Mir sagen sie immer, dass sie mich noch nie ernst nehmen. Deshalb bist du ja so, wie du bist. Ne? Ich muss den anderen immer zeigen, dass du wirklich da bist. Ne? Komm, du bist Jesus so wichtig. Genier dich nicht. Frag nicht, was deine Freunde denken und deine Clique. Du bist wer? Im Sonnenschein seiner Liebe wirst du den aufrechten Gang lernen. Er wird aus seinem Leben etwas machen. Er hat etwas Kostbares in dein Leben hineingelegt. Heißt nicht nur eins, Paulo Sergio und viele andere begabte Leute sind da und Gott träumt von dir, dass du kommst und das Geschenk annimmst. Komm jetzt. Es gilt auch euch an den Übertragungsorten und ihnen. Bitte fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen als Zuschauer. Auch wenn Sie nicht so viele sind wie bei uns, und vielleicht sind Sie 40, 50 oder 20 oder 100 und Sie denken, hier kann ich das nicht, ist alles so. Sie sind vor Gott besonders. Kommen Sie. Und die Verantwortlichen am Ort werden Ihnen jetzt sagen, wohin Sie kommen können, wie es bei Ihnen am besten ist, aber dass Sie aufstehen und den Schritt tun ins Licht Gottes, denken Sie. Es ist das Licht der Liebe Gottes, das am Kreuz scheint. Die Sonne geht auf. Orientieren Sie sich zur Sonne hin, der Liebe Gottes. Komm, komm jetzt.